Grenzenlos inklusiv, so zeigt sich Holdorf am Wochenende. Mithilfe von Musik werden Grenzen überwunden. Menschen mit Handicap und ohne musizieren zusammen auf dem Schulhof der Grundschule Holdorf. Für die Gemeinde im Landkreis Vechta ist Inklusion ein wichtiges Thema. Wir haben seit einigen Jahren eine Tradition, die lautet bei uns lokale Teilhabe. Wir waren eine der ersten Gemeinden hier im Landkreis Vechta, die sich die Idee, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenzubringen, ins Leben zu rufen und auch durchzusetzen. Und dann passt diese Veranstaltung heute, der Inklusionstag, das Fest, passt hervorragend dann in die Reihe. Menschen sollen ungeteilt überall teilnehmen können. Mit einem Freiluftgottesdienst wird die Veranstaltung eröffnet. Ein eigens zu diesem Zweck zusammengestelltes Orchester begleitet den Gesang. Hierfür haben sich Menschen mit Beeinträchtigung und ohne zusammengeschlossen. Bis zu 80 Personen wirken an diesem Projekt mit. Der Andrang ist groß. Dirigent und Initiator Josef Bruns erklärt, wie es zu dieser Idee kam. Der Grundgedanke war, Musikvereine machen ja schon eigentlich immer Inklusion. Da musiziert ja der Doktor neben dem Maurer, der Auszubildende neben dem Meister und ist ja Inklusion in ein bisschen anderer Form. Aber und das war eben mein Betreiben, das auch zu dokumentieren, dass wir auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen was zusammen machen können. Nach dem Gottesdienst sind Teilnehmer und Besucher zu einem gemütlichen Mittagessen eingeladen. Gestärkt können sie dann wieder auf die Bühne. Das Programm geht weiter. Ich finde, alle Menschen sind gleich und man soll alle Menschen auch so annehmen, so wie sie sind und nicht unbedingt auf die Behinderung eingehen und gucken, was sie wohl haben. Und daher sind es genauso Menschen wie du und ich. Und wenn man mit denen Musik macht, finde ich, haben die so eine tolle Freude in sich. Und diese Freude, die geben die auch weiter. Auch die Besucher sind begeistert. Es zeigt sich, Inklusion wird in Holdorf großgeschrieben. Das integrative Kunst- und Kulturfestival in Holdorf, der Beginn einer neuen Tradition.